Ja, den Fans auf den Rängen und im Umfeld des Stadions ist anzusehen, dass sie sich von dieser neuen Saison viel erwarten. Und an den anderen wichtigen Spielorten des Landes wird das nicht viel anders sein. Wie heißt es so schön? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht für Spiele wie dieses. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Snyder. Einfach mal drauf. Hier ist Neymar. Pep Guardiola. Ich habe letztens eine Liste angefertigt mit meinen größten Verteidigern aller Zeiten. Und darauf war auch auf jeden Fall Fabio Cannavaro drauf. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ein großartiger Leader mit Charisma, mit viel Temperament und mit einem unglaublichen Siegeswillen. Er kannst du von einem Spieler nicht erwarten. Definitiv nicht. Klasse durchgesteckt. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Das ist ein Eigentor. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert's eben. Oh Mann, was für ein Auftakt. Er ist der Superstar der Mannschaft. Und ausgerechnet, er bringt den Gegner hier in die Spur mit seinem Eigentor. Eine Verkettung unglücklicher Umstände schafft glückliche Momente. Das sind zwei Mannschaften, die auf allerhöchstem Niveau verteidigen. Ein solcher Fehler, ein solches Ding könnte die Partie entscheiden. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Raus aus der Gefahrenzone. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Bitte. Gleich der frühe Rückstand für Sie, aber Sie haben ja noch genügend Zeit, das hier zu reparieren. Tja, da möchte ich Ihnen doch zurufen, aufstehen reicht nicht. Ihr müsst auch wach gehen. Peter Schmeichel, wow. Ganz starke Reaktion des Keepers in einer super wichtigen Situation. Er hält seine Mannschaft im Spiel. Direkt in den Fuß des Gegenspielers. Lahm. Natürlich wissen Sie ganz genau, wir brauchen den Ausgleich. Aber Sie wissen auch, wir brauchen ihn nicht sofort. Zunächst mal heißt es, Safety first in der Defensive. Snyder, Neymar. Erstmal geklärt. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Davids. Der Ballbesitzanteil ist... Und das Ding abgefangen! Kane! Da ist er noch dran! Da ist es passiert! Eine Zwei-Tore-Führung, das ist komfortabel. Schmeichel. War blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet, er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen... Kane! Super gehalten! Das ist einfach Torwartspiel auf allerhöchstem Niveau. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten.
Substitution on the field. Es gibt den ersten Eckball. Pep Guardiola. Coming on to replace him is number 8. Substitution. Ja, genau, müsste Einwurf geben. Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Dzeko. Bitte, jetzt könnte was gehen. David Villa, Emmanuel Petit. Gutes Auge, guter Pass. Cristiano Ronaldo mit dem starken Lauf auf der rechten Seite. Davids. Kommt zwar noch an den Ball, aber nicht mehr wirklich entscheidend. Dzeko. Und wieder ist der Keeper zur Stelle. Lahm. Das ist Petit. Ein schwacher Pass. Wird das die Chance? Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gut gesehen, guter Laufweg. De Bruyne hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Erstmal Entlastung, erstmal. Da kommt der Ball. Und er zieht ab. Also, da guckt er ganz genau. Er probiert. Stark gehalten. Hier ist Messi. Kunde. Ja, das muss man schon abpfeifen. Okay, das sieht vielversprechend aus. Ein ordentlicher Versuch, aber daneben. Wenn er den reingemacht hätte, Volley mit dem Vollspann, es wäre, glaube ich, ein denkwürdiger Treffer gewesen. Langer Ball auf den Flügel. Ronaldo flankt. Sehr gut aufgepasst. Er nimmt ihn direkt. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Das Eigentor war natürlich ein ganz dickes Ding. Die Frage für den Trainer, jetzt nehme ich den Unglücksraben raus oder bekommt er die Chance zur Wiedergutmachung? And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today. Substitution on the field, number 17, Cristiano Ronaldo. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Also da lege ich mich fest, wenn sie jetzt noch ein Tor kassieren, dann heißt das Game Over. Ich bin gespannt, wie sie die zweite Hälfte angehen. Das nennt man effektives Passspiel. David Villa! Sah gar nicht so schlecht aus, war aber dann doch kein wirklich so glorreicher Schuss. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht, aber er hat es nicht gut genug gemacht. Und dafür bekommt er die Quittung. Gelb. Ah!
Ein hochinteressanter Ball. Rüd Güllitz. David Villa. Spielverlagerung auf die linke Seite. Kunde. Mit dem Foul, das gibt Freistoß. David Villa ist das. Und hier ist wieder Schluss. Güllitz. Da läuft das Bällchen. Das ist wirklich schön anzusehen. Die Abwehr steht. Davids. Emmanuel Petit. Gut gesehen, guter Laufweg. Ja, ich fand, das war einfach schlechtes Timing. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Krillit. Und den holt er sich zurück. Jetzt ist was möglich. Ein schwacher Pass. Hier ist Messi. Blitzsauber, wie er den Ball erobert. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Da geht was für Güllitz. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Ein schwacher Pass. Raus auf die linke Bahn. David Villa, er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Alle arbeiten mit und das bedeutet, du hast... Er setzt zum Kopfball an. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Das ist bitter für ihn. Er hat fast perfekt abgeschlossen, aber dann steht die Latte im Weg. Und gleich wieder Stipitz die Kugel. Bitte. Da ist viel Platz. Mal gucken, was er mit diesem Raumgewinn anfangen kann. Gelegt! Er trifft! Es ist jetzt nur noch ein Torunterschied. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen. Der Rest ist Formsache. Es ist Zeit für neue Energie. Sie sind wieder dran. Du hast sie eben erst besiegt, wenn sie unter der Dusche sind. Jetzt bin ich gespannt, was noch geht. Hier ist Vinicius Junior. Beckenbauer hat gut aufgepasst. Robert Lewandowski mit der Tormöglichkeit. De Bruyne. Lewandowski. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Neymar. De Bruyne. Gutes Auge, guter Pass. Er versucht es mit dem Abschluss. Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Lewandowski hat da wirklich alles reingelegt in diesen Schuss. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. De Bruyne. Ein schwacher Pass. Lahm. Kunde sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Klasse durchgesteckt. De Bruyne. Bellingham. Davids. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Er schickt ihn tatsächlich runter, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht so hart ist. So eine Entscheidung kann natürlich ein Spiel stark beeinflussen. Ja, er muss jetzt ein bisschen aufpassen, er muss sich ein bisschen zügeln. Ansonsten gibt das hier möglicherweise noch eine zusätzliche Strafe. Inter Mailand, jetzt nur noch zu zehnt. Der Ball kommt zu Lahm. Physisch enorm präsent.
Das ist natürlich bitter. Wer weiß, ob diese Chance nochmal kommt. Das ist eine Phase mit hohem Ballbesitzanteil für das Team. Carlos schaltet sich immer wieder mit in die Offensive ein. Messi. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Carlos. Carlos gibt auf der linken Flanke richtig Gas. Auch wenn ihnen nicht mehr viel einfällt, irgendwas müssen sie tun. Sie müssen dran glauben und sie müssen jetzt alles körperlich Mögliche investieren. Dann geht vielleicht noch was. Ein total missratener Pass. Kunde haut ihn weg. Und da haben sie ihn schon wieder. Ab nach vorn und hoffen. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. So schnell geht Ball Rückeroberung. Das gibt Einwurf.